Moin, moin, willkommen hier zu Star Wars. Ich habe Bock auf Star Wars und ich habe Bock auch aufzunehmen. Und das nutze ich mal direkt aus. So, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Jaben, ne? Ja, genau, alles klar, zieh nochmal her. Ach ja, hier war dieser Sumpf, ne? Genau. Verstärkungen, bitte. Ach genau, und wir waren gerade noch dabei, auf meine Liste. Was seid ihr? 41. Ne? Genau. Das heißt, dann darf Yoda jetzt mal ran. Da ist er. Ist es überhaupt nochmal? Siegern. Scheiße, okay. Hatte Kit Fisto auch eine Armee hier? Habe ich hier Verstärkungen, was von Kit bitte. Fisto stehen? Nö. Okay. Ich habe ja noch meine ganzen Listen. Gut, Yoda. Dann komm mal bitte nach Kamino. Konstruktion abgeschlossen. 500 erst nach rechts. Gut, ich will mal Konstruktion sagen, die bekommen abgeschlossen. auch wieder ein bisschen ATTs. Verstärkungen verfügbar. Denke ich mal auch ein bisschen leichte. Ein paar Geschütze haben wir, LAT-Schiffe. Oh, hier haben wir ja schon. Oh, hier haben wir noch einiges im Angebot. Fahrzeug wird produziert. Gut, kommt einmal hierher. Navigieren zu befohlenen Koordinaten. Ja, dann machen wir das so. Lassen wir diese Liste hier noch zu Ende bauen. Verstärkung Kauf noch ein verfügbar. bisschen was von für die 51 sein und schicken Plo Koon jetzt erstmal wieder zurück. Understood, sir. Irgendwohin. Gebäude wird errichtet. Ach, ich kann keine schweren Fabriken kaufen. Schildgenerator. Erwarte Ihre Anweisung. Ja, dann ist es wohl so. Verstärkung verfügbar. Verstärkungen verfügbar. Komm mal hierher, Partner. Konstruktion abgeschlossen. Wie sieht es denn hier so an den Grenzen aus? 15 Stück. Mamma mia. Ach so. Verstärkungen verfügbar. Sogar genau für die eine Kapazität gereicht. Ach du Scheiße, ey. 27 Stück. Oh, das wird noch ein heftiger Kampf. Auch hier können wir geiles Panzerbattle machen. Genau, wo hatten wir denn jetzt noch die ganzen Panzer? Die hatte, glaube ich, die 501. Ne? Yoda? Yoda ist jetzt so 501. gegangen. Ne? Ich muss sagen, dann kommandieren wir mal die Panzer hier ab. Yodas Trupp und ihr kriegt noch die, genau, die ATT ist auch noch so. Navigiere zu befohlenen Koordinaten. Verstärkungen verfügbar. Ja, ich würde mal sagen, das reicht schon so für so eine Armee. Ach, wir haben keine Kapazität mehr, ne? Können wir irgendwo was noch abziehen? Wir haben hier noch unsere andere Flotte. Ah, das ist ja die Eingreifflotte. Wie sieht es denn noch auf Geonosis aus? 97 Stück. Nicht schlecht. Ja, komm, Hyper-V-Geschütze habe ich noch aus. Gebäude wird errichtet. Konstruktion ab. Ja, würde ich sagen, Salokami, ne? Aber Salokami ist hier relativ noch unten an der Grenze. Dann können wir auch noch mal ein Calamari. Ich muss mal gucken, was auf dem Calamari so gibt. Ja, dann würde ich mal sagen, ne? Ich brauche eine Abwehrflotte dann, ne, oder? Obwohl, ich kann die von Kessel da schicken. Ja, dann schicke ich die nach Kessel und die nach Karos. Boah, passt schon. Gott, was haben wir denn hier? Raumschiffstufe 3, 7 Bankenplanschiffe. Mit den Helden machen. Ja, komm. Ich hoffe, dass das nicht abstürzt.
Okay, das scheint dann zu entscheiden. Ja, und ich habe immer noch ein bisschen Angst deswegen. Aber anscheinend hat sich der PC wieder gefangen, ausnahmsweise mal. Hatte ich nicht hier. Oh, da fehlt auch noch Raumstation. Warte mal, zu meiner, ja. Alt. Darum habe ich die Raumstation vergessen aufzurüsten. Scheiße. Irgendwie hatte ich nicht irgendwo Delta 7 Geschwader hingeschickt. Hier eins haben wir. Ich denke mal, das kann ich abziehen. Ein einziges lohnt sich jetzt nicht so besonders. Scheiße. Jetzt habe ich mich verklickt. Ja, ja, ja. Scheiße, dass ich diesen einen Held nicht wieder bauen kann, ne? Wir haben auch noch unsere ganzen Commander hier. Und darauf warte ich erstmal. Wir haben jetzt im Moment sehr wenig Einheitenkapazität und ich brauche noch mehr Infanterie für die 41. Na gut, genug um den heißen Brei geredet. Ab geht's nach Solakan. Oh. Echt? Keine Verbindung? Erwarte Ihre Anweisung. Na gut. Wenn die es sagen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird hergestellt. Ihr wisst ja, für Reserve in der ATTs brauchen immer so ziemlich lange. Ja. Gebäude wird errichtet. Kurz checken. Die wird noch aufgebaut. Na, alles da. Gut, dann die Raumschlacht. 7 Bankenlandschiffe waren da, ne? Oh, Waffenboost für Providence-Kreuzer. Ich habe aber keinen Providence-Kreuzer, leider. Obwohl die hier nicht so schön aussehen, finde ich. Oh, schon bald 3 Uhr. Ich bin auch gerade bei euch, für euch dieses Abonnenten-Special hochzuladen, schon den ganzen Tag. Das ist relativ groß geworden, das Video. Oh, da Sidious ist auch schon wieder da. Melde mich wie befohlen. Schon unterwegs. Na gut. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen kleinere Flotten nehmen, weil die sich viel zu weit auseinanderziehen. Melde mich wie befohlen. Erwarte Befehle. Jawohl, Commander. Oh, verdammt viele von diesen Raketenfreganten sehe ich wieder. Scheiße. Kommt mal, ja, ja, ja. So, ein Bankenclan-Schiff ist gleich schon zerstört, aber die schließen alle. Hm. Alle, glaube ich, erstmal auf den Venator-Kreuzer. Ich meine, ein Venator-Kreuzer zu verlieren ist jetzt nicht so schlimm. Achso, können wir mal mit denen jetzt erstmal die Waffenenergie stärken. Ja, dann den Rest heißt es eigentlich nur noch warten, ne? Dann macht doch mal die ganzen kleinen Schiffe hier kaputt. Unsere Startrampe ist vernichtet. Also ich habe Waffenenergiestärkung gemacht und der schießt so, ja, schießt halt, aber heute keinen Bock hat. Oh, der eine ist auch gleich schon zerstört. Cool. Ich hab dich gesehen. Kriegst du den jetzt heute nochmal klein? Das ist eine kleine Korvette. Oder Fregatte. Steht sogar noch schwach gegen den Venator-Kreuzer. Und hier steht stark. Wir müssen doch mal ordentlich reinhauen. Oh, das ist ein neues. Nee. Oh, das würde ich mal sagen, die Schlacht ist gewonnen, ne? Melde mich wie befohlen. Verstanden. Ich wüsste jetzt nicht, was noch meine Streitkräfte hier aufhalten sollte. Melde mich wie befohlen. Waiting a target, sir. Waiting a target, sir. Wo ist eigentlich Sidious? Wird er nie markiert, ne? Komischerweise, aber na gut. Ah, kann ich den noch, dich noch retten? Zieh dich mal zurück. Ein Transporter will meine Schiffe angreifen. Euch geht's wohl so gut. Ach übrigens, heute ist Muttertag, ne? Ich hoffe, ihr habt alle schon Geschenke für eure Mütter geholt. Ich habe meine Mutter Pralinen geschenkt. Und ja, an alle Mütter, die hier zuschauen, oder halt jüngere Frauen, die schon Kinder haben, wünsche ich alle einen schönen Muttertag. Also ich glaube, das zählt auch nur für die, also jetzt, für die
für die Mütter halt, die das sagen, meine ich, aber ich wünsche euch trotzdem alle einen schönen Muttertag. Heute ist auch der letzte Tag, wo Messe ist und der letzte Tag, wo hier nebenan dieses eine, wie nennt man so, Hüpfburg-Paradies da ist. Unser Hauptantrieb ist ausgefallen. Naja, ich weiß nicht, ob sich das so gelohnt hat. Oh, ist immer lustig gewesen. Ich kann ja von meinem Balkon schon fast darüber gucken. Aber es ist ein bisschen teuer, da muss ich ganz ehrlich sagen. 6 Euro für so ein Kind. Ich meine, so ein bisschen hüpfen. Kann man auch ins Spielparadies gehen. Na, das gibt's ja eh wieder nicht. Alles, was so toll war hier in der Stadt, wurde alles weggemacht. Die Messe ist auch... früher war es eine richtig stolze Messe. Richtig geil, mit richtigen tollen Fahrgeschäften. Und heute ist das einfach nur noch lieblos. Also, schöne Karussells, gibt's überhaupt nichts mehr. Ja, Essensläden gibt's viele und so, und zum Shoppen, aber so an wirklich tollen Fahrgeschäften gibt's gar nichts mehr. Finde ich sehr, sehr traurig. Naja. Wo ist eigentlich wieder dieses Jahr die Sommermesse gewesen? Sie müsste ja eigentlich die größte sein, aber naja. Vielleicht gibt es da mal irgendwo hier in der Nähe noch mal eine Messe. Ich würde mal gerne auf eine richtig große Messe gehen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Hannover Messe. Oder eine Hannover Messe. Ich weiß nicht. Also ich wohne jetzt nicht so weit weg von Hannover. Deshalb hoffe ich das mal. Ansonsten ist es echt schade. Erwarte Befehle. Das Kontrollschiff dauert immer am längsten, ne? Leider mal. Na gut, kann man sich nicht beschweren, wir haben ja eh gewonnen. Renato Kreuz hat auch überlebt. Diese paar Bomber hier oder die Wolsch, das kann man auch noch gerade abfangen. Ich wüsste gern, was die schießen, sind das nicht. Schädchen ist die Bewaffnung, oder? Ja. Ob die Ionengeschosse haben, weil das blau ist, also... Das ist im Original Star Wars, war es ja mal so, die Farben, zum Beispiel die grüne Farbe, wenn es geschossen wurde, das sind dann vom Imperium die Turbolaser gewesen. Oder die Laserabwehrbatterien. Bei den Rebellen war es dann rot, das war ihre Laserfarbe, sage ich jetzt mal. Blaue waren dann Ionengeschosse und das Gelbe waren dann die Massentreiber. Ich weiß nicht, ob sich hier noch dran gehalten wird. Also wer sich mal gefragt haben, was soll die unterschiedlichen Farben, jetzt wisst das. Wieder mal ein Kontrollschiff. Wir haben ja echt schon so viele Kontrollschiffe mittlerweile zerstört. Okay, ist kaputt. Ja. Das war's mit den Vultures. Oh, Entschuldigung, ey. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich muss mal gleich irgendwas Kühles trinken. Es ist so warm draußen, das ist das Problem. Okay, es gibt von Magdala Marina eine Verbindung hier oben hin, alles klar. Irgendwie möchte ich kurz das Apartment lassen, deshalb schicke ich mal Anakin kurz dahin, der darf mal kurz seine Armee verlassen. Und Yodas Armee ist jetzt einsatzbereit, dann gucken wir mal einmal ganz kurz auf Mon Calamari, was da so abgeht. Interessiert mich mal gerade sehr. Okay, boah, der Boden sieht nicht schlecht aus, aber sonst ist Mon Calamari echt schlecht verteidigt. Konstruktion abgeschlossen. Warum kriegen die eigentlich die Separatisten auf Mon Calamari einen Bonus? Die Föderation. Mon Calamari gehörte eigentlich zur Republik damals und hat für die Republik viele Schlachtschiffe hergestellt. Das ist aber nicht ganz korrekt hier, meine Freunde. Mon Calamari hat damals zu der KOS gehört, zu der KOS, ja schon zu der Republik, bis zum Bürgerkrieg. Das ist nicht korrekt.
Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir auf Mustafa eine richtig große Flotte hatten mit einem Kontrollschiff. Weil wo wir unseren ersten Kampf auf Mustafa hatten, da waren ja eine richtig große Flotte. Aber irgendwie... Der Planet schaut sehr groß aus. Es sehen aus wie so Einschusskrater. Wir haben mal 15 Minuten. Ich denke mal, gucken wir noch einen Augenblick rum. Wir haben wieder einen Einsatz, wir haben wieder einen Verstärkungspunkt, dann hau ich gleich einfach nochmal Klone raus. Jetzt gucken wir nochmal. Konstruktion abgeschlossen. Gut, den Rest der, sag ich jetzt mal, der Einheitspunkte spare ich jetzt mal lieber. Ich frage mich langsam echt, warum der hier nichts angreifen will. Oh, ich sehe gerade, hier ist voll geworden. Ja, komm, dann verkaufe ich die. Verstärkung verfügbar. Irgendwie will er hier nicht den Orbit angreifen. Ich habe keine Ahnung, der greift ja echt kaum an, ne? Also hier, ne, nicht, dass ihr denkt, hier, ne? Ich habe die da runtergestellt. Hier. Soll ich mal auf hart stellen? Komisch. Bis auf diesem Planet jetzt habe ich auch noch kein richtiges Bollwerk gehabt. Der Planet war mir echt übel. Da müssen wir irgendwann später nochmal zurückkommen. Naja, achso, wir haben ja noch mehr Infanterie auf dem Boden gehabt. Da ist auch Shakti. Hätte ich schon mal erzählt von der Star Wars Zeichentrickserie, wo Shakti dabei ist, wo General Grievous sie besiegt hat und noch zwei andere Jedis, die hat aber dann getötet. Das war eine Kuh, solltet ihr euch mal unbedingt ansehen. Die Zeichentrickfilme. Ist das jetzt schon wieder eine andere Geonosis-Karte? Das ist eine andere, ne? Okay, sind das immer unterschiedliche Karten? Warte, welche Karten hatten wir denn noch? Wir hatten Naboo nochmal, ne? Ja, Naboo ist gleich geblieben. Mustafa war auch das gleiche. Erwarte Ihre Anweisungen. Utapau war auch das gleiche, ne? Dann hat sich ja nur Geonosis verändert. Okay, warum nicht, ne? Kaminos gleich geblieben, ne? Ja, sieht man noch wieder, hier kann man wieder seine Gebäude verschicken. Kamino, ein sehr geiler Gefechtsplanet. Spiele ich ganz gerne auf Gefechte, Bodenschlachten. Wo man dann hier eine Base hat und dann hier. Dann kämpft man die meiste Zeit hier um diese kleine Landezone. Also macht schon Spaß. Muss ich unbedingt nachher auch mal wieder spielen, habe ich Bock drauf. Gut, dann würde ich sagen, wir haben 18 Minuten. Ich habe jetzt noch ein bisschen euch in Schließland gelabert. Und dann machen wir den nächsten Park Sarukami. Ja. Und sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.